www.seechat.de. Seechat.de, die Bodensee-Community, heute beim Seepark 6. Wir sind hier mit Jens Büchner, dem berühmtesten Auswanderer der Fernsehserie auf Vox. Erzähl mal, wie geht's dir? Der berühmteste bestimmt nicht, aber der bekannteste vielleicht. Ja, wie geht's uns? Uns geht's gut. Wir haben viel zu tun. Nach dem Dschungel hat sich viel verändert. Volles Programm jedes Wochenende in Deutschland. Auf der Insel jeden Tag ein Auftritt. Also alles ist gut. Du hörst, der Stimme ist schon im Arsch. Kein Problem. Du hast ja richtig geschrien. Irgendwelche alten, bekannten Songs hier gerade. Aber sie laufen, oder? Macht es Spaß? Ja, natürlich. Cover geht immer. So eine bekannten Songs wie Weiß der Geier oder Der Wahnsinn und sowas. Es ist ja klar, das ist Party, das ist Transportieren von Sachen, die man von früher kennt. Ja, das macht Spaß. Ja. Hast du auch Lust, selber Musik zu schreiben oder kommt da in der Richtung noch was oder liegen dir Cover mehr? Naja, ich habe 5 eigene Titel, aber ich sag mal so, ich bin ja kein Schlagersänger oder überhaupt kein Sänger. Bei mir geht es eigentlich darum, ich werde auch nicht gebucht wegen Singen. Man bucht mich, weil man mich kennt, weil man diese verrückte Geschichte kennt. Selber schreiben mag ich nicht, da habe ich gar keine Zeit und Lust für. Aber das eine oder andere wird schon noch dazukommen. Ja, bei Vox selber, klar, die meisten kennen dich natürlich vom Fernsehen. Oder, falls sie dich jetzt direkt mal gesehen haben, in Mallorca wahrscheinlich oder bei Auftritten, so wie wir jetzt hier. Es wird ja viel spekuliert, wie viel ist wahr dran, wie viel ist irgendwie gefaked, ja, so hingetrickst, dass es irgendwie so ausschaut. Kannst du da irgendeinen Einblick geben oder irgendwas dazu sagen? Ja, natürlich. Ich habe 121 Sendungen, gut bei Deutschland, produziert. Gut bei Deutschland ist eine Reality-Doku. Da wird nichts gefaked und auch nichts getrickst. Sicherlich wird auch mal geschnitten, das ist klar, um etwas interessanter zu machen, aber es entspricht alles der Wahrheit. Alles, was man sieht, ist wahr. Tut mir leid. Kein Problem, kein Problem. Wenn man jetzt die ganzen letzten Sendungen verpasst hat, wie ist denn der aktuelle Stand in deinem Leben? Kannst du uns ein Update geben? Ich kann euch leider kein Update geben, weil das natürlich alles Sendeinhalte sind von unserer Sendung Gut bei Deutschland. Okay. Und am besten einschalten, montags 20.15 Uhr bei Vox. Okay, du machst es also spannend. Aber dir jetzt aktuell, geht es gut? Uns geht sehr gut, ja. Wir haben, wie gesagt, viel zu tun. Unsere Zwillinge sind gesund. Wir sind froh, wir sind frisch verheiratet. Alles ist im grünen Bereich. Okay. Wie überall gibt es Turbulenzen, so auch bei uns. Und wir kriegen das alles hin. Alle habe ich heute schon mal gefragt, wo geht's hin in Urlaub? Ich meine, du bist ja eigentlich da, wo andere Urlaub machen, keine Frage. Aber man verreist ja wahrscheinlich dann auch mal mit der Familie. Wo zieht's dich da hin? Also leider haben wir gar keine Zeit, irgendwo hinzureisen. Ich war mit meiner Frau mal 3 Tage auf Ibiza, weil ich da mal frei hatte. Aber sonst sind wir unter Vollstress. Also wir haben keine Zeit, Urlaub zu machen. Mann. Okay. Wir sind ja in der Urlaubsregion hier, Bodensee. Darüber sprechen wir ja gerade. Gefällt es dir hier in der Bodensee-Region? Ja, natürlich. Ich bin auch ab und zu mal hier in der Region zu auftreten. Seepark 6 war heute mein 2. Besuch. Ich liebe es. Tolle, nette Menschen, geile Landschaft. Also ihr könnt auch stolz sein, dass ihr hier wohnt. Also alles gut. Man muss nicht unbedingt auf Malle leben. Auch hier ist es schön. Alles klar. Wo sieht man dich als nächstes oder wo kann man sich informieren, wo deine nächsten Touren sind? Also sprich Homepage, Social Media. Also ich bin recht stark auf Facebook-Seite, Jens Büchner mit UE geschrieben, Buechner. Ich bin bei Instagram, überall kann man natürlich dann meine Auftritte verfolgen, es wird alles gepostet. Ja, das ist da, wo ich bin. Alles klar. Was kann man in Zukunft noch erwarten, wenn man jetzt nicht nur Vox schaut? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das und das passiert vielleicht noch? Irgendwelche Highlights? Nee, das ist ganz schwierig bei mir. Ich bin halt wirklich, wirklich in einem Reality-Doku-Format drin. Und alles, was um mich passiert, alles, was passieren wird, wird man immer bei Gut bei Deutschland sehen und nicht sauer sein oder so. Das kann ich halt schlecht. Okay, keine so Frage. Vorher. Dann machen wir es andersrum. Schlagersänger, was hörst du denn privat? Also du bist kein Schlagersänger, aber was hörst du denn selber für Musik? Also ich liebe Whitney Houston, ich liebe Michael Jackson. Auch wenn es sie nicht mehr gibt, aber die Musik läuft bei uns hoch und runter. Und so, das ist so meins. Also meine Musik hören meine Kinder, aber ich nicht. Okay. Dein letzter Film im Kino? Oh, mein letzter Film im Kino, das ist ja schon ewig her. Ich bin 7 Jahre auf Mallorca, bei uns gibt es kein Kino. Also, keine Ahnung. Okay. Also, kein Oasen vielleicht oder so. So lange? Ja, das ist ewig her. Okay.
kein Kino. Lieber Fachzeitschriften oder irgendwelche Bücher? Also ich komme ja aus der Finanzbranche, ja, und tatsächlich kaufe ich sehr viel, wenn ich lese, Finanzzeitschriften. Ja. Okay. Bist du so ein alter Zocker? Spielst du PC-Spiele oder sowas? Oder Xbox? Oder keine Ahnung. Bist du ein Zocker? Die Zeiten sind schon längst vorbei, ich wäre 50 halt, ne? Nein, ich gucke ab und zu mal zu, wenn Volkan hier, unser Sohnemann, der kennt sich da gut aus. Ich bin weder Zocker noch so. Ich bin eigentlich so recht langweilig halt, ne? Das ist, ich bin auch mal froh, wenn ich vom Auftritt komme, dann nach Hause zu kommen, mit Familie mal an den Strand zu gehen oder wirklich bloß mal zu relaxen halt, ne? Also viel Verrücktes will ich da nicht mehr machen. Okay, wie 50 schaust du nicht aus, eher jünger. Irgendwie musst du dich fit halten, ja? Also ein bisschen Sport wahrscheinlich musst du machen. Was machst du denn? Also wenn, dann laufen wir. Also ich bin, wenn, dann so ein bisschen im Joggingbereich unterwegs. Ja, und wie gesagt, ich bin halt viel im Flugzeug, viel unterwegs und unregelmäßiges Essen, wenn überhaupt mal Essen. Und der Dschungel hat auch so ein bisschen noch was von mir abgeschmissen, sag ich mal. Ja, und dadurch versuche ich mich fit zu halten. Alles klar, in dem Fall würde ich sagen, Jens, vielen Dank fürs Interview und für die Zukunft. Alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Euch auch alles Liebe. Macht's gut. Ciao. Ciao, danke schön. Ja, der Wahnsinn, heute der größte Vollox von Vox bei euch hier zu der Party. Geht's euch gut? Also, lasst uns ein bisschen Party machen hier. Ich habe euch ein bisschen Mallorca mitgebracht, also ich bin ja gerade erst gelandet. DJ, scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Und jetzt. Aber scheiß drauf. So, und jetzt die Größe. Guck zu sehen, die Beine auf. Hab ein komisches Krummeln im Bauch. Den Wunder, dass mir schlecht ist, Mallorca ist hart. Ich sollte vielleicht heute nicht an den Start. Jeden Tag komm ich kostenlos zu dir. Dann ist kein Mensch mehr, man lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nicht normal. Die Dauer war die nur zu. Und alle, alle scheiß drauf. Mal ist einmal im Jahr. Viva! Ole, ole! Und schalala! Aber scheiß drauf! Mal ist einmal im Jahr. Ole, ole! Und schalala! Ja, wir mega Party alle. Letztes Mal aus dem Zimmer raus. Heute halt ich's noch einmal aus. Gerade noch im Bett, jetzt mitten drin. Bei der Happy Hour bin ich der Kickin. Nach ein paar Liter tanze ich zur Musik, weil ich dann auf was zum Knutschen krieg. Alles in locker und grün gerne rum. Kaum ein Lied ist so stabil zu tun. Aber scheiß drauf, mal ist einmal im Jahr. Ole, ole, und schalala, lauter, aber scheiß drauf, mal ist einmal im Jahr. Ole, ole, und schalala. So, die Strophe haben wir noch. Jetzt gefällt mir, wie die Schnellen sind weg. Verweigerung hat hier keinen Zweck. Es kommt fast jeder in Stadt und Land. Hier gibt's genug, es will der Verstand. Aber scheiß drauf, mal ist einmal im Jahr. Ole, ole, und schalala. Aber scheiß drauf, mal ist einmal im Jahr. Und ich ganz auf. Und Finale! Aber scheiß drauf, mal ist einmal im Jahr. Viva! Ole, ole! Und schalala! Du bist immer da, großer Bruder, kannst mir alles geben. Du bist immer für mich da, egal was auch passiert. Bist mein großer Bruder. Du bist immer bei mir.
nicht so geklappt hat, erkennt mich ja. Bei mir klappt ja eigentlich gar nichts halt, ne? Ist immer ganz schwierig, wenn man sieht. Weil gut, bei Deutschland muss man sich immer diese Scheiße angucken. Aber ihr kriegt das schon hin. DJ, hast du noch irgendeine Musik drauf hier? Oder müssen wir schon mal improvisieren hier halt, ne? Oh, was ging da? Oh, okay. Das klingt gut. So, und jetzt. Okay! Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich will dich wiedersehen. Mein Logo. Bis gestern waren wir Freunde. Jetzt hab ich ein Problem. Ich hab ganz viele Probleme. Die letzte Nacht war alles erdreht. Du hast mich einfach noch gelebt. Ich mach für dich den Handelmann. Du wirst mich aus dem Ball. Weiß der Sache oder weiß er nicht? Ganz egal, ich liebe dich. Du kannst alles von mir haben. Doch es läuft nicht ohne mich. Weiß der Scheiße oder weiß er nicht? Ganz egal, ich liebe dich. Du kannst alles von mir haben. Doch es läuft nicht ohne mich. Ja, so ist es hier halt. Und sie passt uns nach unten.